Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. In dieser Unterkategorie möchte ich mich um die Fragen kümmern, die Patienten mir in der Praxis stellen und auf die ich dann eine Antwort finden soll, muss, kann, die sowohl mich aus fachlicher Sicht als auch den Patienten, die Patientin zufrieden stellt, so dass dann mit diesen Informationen einfach bessere Entscheidungen gefällt werden können. Natürlich sind das die Themen, die immer aufkommen, wie Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, welche Übungen und so weiter, aber auch andere Dinge. Und diese Kategorie möchte ich nennen, das kommt drauf an. Denn das ist ehrlicherweise die Antwort, die man auf nahezu alle diese Themen geben muss, weil es keine hundertprozentig generell gültigen Antworten zu diesen Themen gibt. Und beginnen möchte ich mal diese kleine, ich schätze mal, es wird eine Miniserie, beginnen möchte ich das mit der Frage, was halten Sie eigentlich von Einlagen? Das ist natürlich eine sehr schön allgemeine Frage und es geht hier um Schuheinlagen, die dann für Plattfüße oder Fußschmerzen, für Hallux Valgus oder auch für Fersensporne, alle möglichen Dinge verschrieben werden. Und die Antwort ist natürlich, das kommt drauf an. Generell in meiner Praxis, in meinem gesamten jetzt 20-jährigen Arbeitsleben, bin ich immer noch kein Freund von passiven Hilfsmitteln. Das heißt Dinge, die dem Körper eine Form vorgeben, die den Körper einfach nur stabilisieren, ohne eigenes Zutun des Körpers oder sogar Arbeit abnehmen sollen. Das sind Dinge, die kann ich nicht gut vertreten, denn ich möchte immer erstmal sehen, was kann der Körper von sich heraus schaffen. Und obwohl die sogenannten propriozeptiven Einlagen, die Propriozeption ist unsere Körperwahrnehmung, also unser Positionssinn in den Gelenken, obwohl diese Einlagen als aktiv vermarktet werden, sind sie meistens natürlich doch passiv. Ob sie wirklich den Fuß über die Muskelpunkte, die Faszienpunkte an bestimmten Teilen des Gangrhythmus, des Gangbildes anregen, andere Muskelgruppen zu schalten und damit das Bein stärker, aktiver zu machen, den Fuß, sehr, sehr schwer zu sagen. Die meisten Einlagen würde ich als passive Hilfsmittel bezeichnen. Und diese sollten nicht generell getragen werden, sprich den ganzen Tag. Es gibt natürlich Ausnahmen für diese Regel, aber gerade bei Kindern sind Einlagen nicht das, was dem Fuß beibringt, dem Bein beibringt, sich besser zu bewegen. Wenn hochspezielle Fälle vorliegen, Unfälle, Nachoperationen und solche Dinge, gerne von mir aus oder zum Beispiel in Spezialschuhwerk für Skifahren, für bestimmte Sportarten, für Radfahren. Wenn es da immer wieder zu Krämpfen im Fuß und unangenehmen Situationen kommt, gerne eine Einlage reinlegen. Wenn das hilft, wunderbar. Aber ansonsten ist das, was ich an wissenschaftlichen Artikeln kenne zu dem Thema, sehr ambivalent. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Informationen. Die einen sagen, fantastisch, perfekt angepasste Einlagen sind absolut hervorragend für die ganze Kette des Beines bis hoch zum Rücken. Andere sagen, es spielt keine Rolle. Ändert sich nichts, weder in der Knie, noch in der Fuß, noch in der Hüftdynamik. Die Wirbelsäule ist sowieso unbetroffen. Also es gibt alle Informationen, die man sich denken kann. Die Untersuchung, die ich am interessantesten fand und die so das Bild so ein bisschen bestätigt hat, was ich auch habe, ist, dass man tatsächlich messen kann, dass die Fußmuskulatur atrophiert, das heißt kleiner wird, abnimmt in ihrer Größe, in ihrem Umfang, nach circa 8-wöchigem Einlagentragen bei erwachsenen Menschen. Und aus meiner Sicht kann das nicht das Ziel sein. Das Ziel muss sein, die Fußmuskulatur zu stärken, die Schienbein-Wadenmuskulatur zu stärken, zu mobilisieren, zu lockern, die Triggerpunkte zu behandeln, den Fuß zu mobilisieren. Es gibt ganz viele aktive Dinge, die du tun solltest, bevor du deinen Fuß noch mehr einschränkst. Tatsächlich sollten unsere Füße mehr Freiheit haben, besonders im Zehenraum, denn dort quetschen wir die Zehen meistens zusammen. Damit behindern wir viel der Fußbeweglichkeit. Die Fußmuskulatur ist nicht gut in Form. Die Beweglichkeit der Zehen lässt stark nach und das ist oft der Grund für die Fußschmerzen. Nicht eine fehlende Einlage. Also, zusammengefasst sage ich meinen Patienten in der Praxis, für Spezialzwecke wunderbar, als generelle Schuheinlage
um irgendwie den Fuß zu verbessern, gesünder zu machen oder sonst irgendwas, halte ich das nicht für richtig, Schuheinlagen zu tragen. Ich hoffe, dass, obwohl die Antwort natürlich nicht 100% eindeutig ist, ich hoffe, dass sie dir trotzdem weiterhilft und du vielleicht für dich, deine Kinder oder auch deine Verwandten, Bekannten eine bessere Entscheidung in Richtung Einlagen treffen kannst. Wenn du Fußübungen suchst, schau gerne mal auf meinem YouTube-Kanal nach, Chiropraktik Leipzig, da habe ich ein paar dieser Fußübungen veröffentlicht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, meinem Podcast zuzuhören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, dass, wenn es dir gefallen hat, was du gehört hast, du es anderen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund und wir hören uns.